Hallo, meine lieben Zuhörer und Zuschauer vom YouTube-Kanal Joggler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit. Heute komme ich mal mit einem ganz kleinen Video zu euch, das ich zu danken habe an eine wunderbare Schwester in Christus, die ich vor wenigen Wochen über Skype kennengelernt habe, nachdem sie meine Videos von Babylon nach Rom und andere deutschsprachigen Videos geschaut hat, die im Süden Bayerns, also im wirklich katholischsten Teil Deutschlands, lebt und die gestern ein Gedicht geschrieben hat, das mich so beeindruckt hat, dass ich sie fragte, ob sie es okay fände, wenn ich das denn mal vorlesen würde und auf meinem YouTube-Kanal veröffentliche. Und da die Antwort darüber positiv war, möchte ich euch das nicht lange vorenthalten, sondern ich denke, das ist ein wichtiges kleines Gedicht, um uns mal deutlich zu machen, in was für einer Welt wir leben. Das Gedicht heißt Die Herrscher der Welt gegen den Schöpfer der Erde und allen Lebens. Ich wünsche, du könntest verstehen, wovon ich spreche, auch wenn ich dadurch deine kleine, heile Welt zerbreche. Doch meinem Gott verpflichtet will ich nicht länger schweigen. Bereits vor 2000 Jahren kam Christus, um uns den Weg zu zeigen. Du hast schon lange gemerkt, dass hier auf der Erde etwas nicht stimmt. Bitte wach auf und komm mit, bevor die ersehnte Ernte beginnt. Diese Welt wurde von Satan und seinen Helfern erfunden. Ohne uns zu fragen, hat ihr System uns mit eingebunden. Erst schmeckt es süß, doch es wird uns bitter bekommen. Wer wenig versteht, dem wird auch das noch genommen. Im Pakt gegen Jesus und die Seinen wollen sie ihr Gift in Gottes Verse stechen. Der Vatikan, die Jesuiten und dergleichen, in geheimen Logen planen sie ihre Verbrechen. Unter Eiden und falschen Flaggen haben sie Menschen verführt zu kriegen, sich gegenseitig auszulöschen für die Gottlosen, die nur in Babylon siegen. Diese Eliten werden dich immer belügen und so lange behauen, bis du als Stein taugst, um ihren babylonischen Turm zu bauen. Dieser Turm soll Gottes Liebe, Macht und Heil übersteigen, und ohne dass du es merkst, ist selbst deine Seele dem Teufel sein eigen. Ihre Lügen haben sie durch Folter unseren Ahnen aufgezwungen, sie haben uns falsche Geständnisse und unsere Heimat abgerungen. All ihre produzierten Versionen sollen wir glauben und fressen, damit wir Tugend und Anstand, ja selbst unseren Gott, vergessen. Hässliches wird uns als schön angepriesen und Böses als gut. Die Gehirnwäsche ist längst gelungen durch ihre Propagandaflut. Für ihr Babylon werben sie um deine Stimme durch angeblich freie Wahlen, doch du wirst diese Stimmenabgabe immer mit deiner Identität bezahlen. Sie inszenieren, versprechen und verkaufen dir alles von Klimawandel, Schönheit, Wohlstand, Drogen bis zu bargeldlosem Menschenhandel. In ihren Ämtern wird über alles Leben, Himmel, Erde und Hölle entschieden, Tierversuche, Plünderwirtschaft, Zinssystem bis hin zu Krieg oder Frieden. Rituale und Verehrung für Tote oder Opfer werden uns zur Rettung empfohlen. Glaubt man denen, so tät Gott gegen Bezahlung die Seelen noch aus der Hölle holen. Ihr böser alter Plan sieht vor, die Geschlechter und alle Rassen zu mischen. Unsere Schutzgrenzen und vor allem Gottes Gebote sollen verwischen. Sie wollen nicht nur dein Geld, deine Heimat und dein Vaterland. Durch irre Genderpläne rauben sie unseren Kindern den Verstand. Wir sollen glauben, dass wir frei sind und es uns gut geht, solange sie bestimmen. Doch bei der Freiheit in Babylon können nur Sadisten und Egoisten gewinnen. Und wenn du denkst, jetzt hast du ihre Machenschaften durchschaut, dann nutzen sie deine Gefühle und schon ist die nächste Falle gebaut. Du strengst dich schon so lange an, möchtest gut sein, helfen und retten, doch sie verschwenden deine Perlen für lebenszerstörende Wetten. Verstehst du die Botschaft? Zu zweit oder dritt sollen wir gehen, mitten unter uns ist der Weg und die Wahrheit aus diesem System. Aufrecht als Menschen vor Gott können wir die Synagoge des Satans verlassen, und genau deshalb wird die schöne neue Welt
und deren Personal uns hassen. Komm mit auf dem schmalen Pfad aus diesem Babylon-System, sei dabei und hinterfrage die Welt, denn nur die Wahrheit macht uns wirklich frei. Das war das Gedicht von Schwester Maria, vorgetragen von Joggler 66. Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit. Etwas, um mal drüber nachzudenken. Und die Leute in eurer Umgebung, die vielleicht noch nicht so erwacht seid wie ihr, auch einmal wachzurütteln und ein wenig Gottes Wort näher zu bringen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Gott segne euch und bleibt auf diesem schmalen Pfad aus dem Babylon-System. Tschüss.